Ich habe das Gefühl, dass draußen sind ganz arg viele Tanzverrückte und deswegen gibt es heute wieder ein neues Easy Dance Video, was ein bisschen schwieriger ist als meine letzten. Und ich freue mich schon mega drauf, natürlich auch wieder auf meine Playliste, die ein bisschen Salsa Beats drin hat, und ich hoffe, euch gefällt die neue Playliste auch. Wir werden heute, wie gesagt, ein bisschen schwerer werden mit einer kleinen Drehung und auch mit einem Wechselschritt. Das heißt aber nicht für dich, falls du die Drehung nicht machen möchtest, kannst du genau das auch tun. Das heißt, du musst dich nicht drehen, du musst auch den Wechselschritt nicht mitmachen. Das bedeutet, du kannst auch für dich wieder in deinem Level bleiben und dich auspowern. Ich freue mich auf eine schöne weitere Easy Dance Stunde mit dir und wir legen jetzt los. Ab geht's. Maschi am Platz auf rechts. Wir starten natürlich erstmal mit einem kleinen Warm-up und machen dann drei Blöcke. Ich bin jetzt erstmal face-to-face zu dir, aber sobald es komplizierter wird, gehe ich mit dem Rücken zu dir. Das heißt, du kannst einfacher von meinen Füßen ablesen. Atme mal tief ein und aus. Tief einatmen und aus, nochmal. Aus, letztes Mal. Und komm mal rechts und links mit dem Knie hoch. Hopp. So. Auf und ab. Richtig schönes Knie nach oben ziehen und pass mal auf. Heute ist alles erlaubt. Das heißt, wenn du die Arme nicht so machen möchtest wie ich, ich mache die auch mal unterschiedlich, so wie ich mich fühle. Das heißt, lass dich einfach gehen und nimm die Musik mit, nimm die Grundschritte mit und dann mach deins draus. Komm mit dem Knie richtig schön hoch. Nimmst auch hier schon gleich mal die Arme mit. Versuch's mal. Rechts und links den Ellenbogen ein bisschen Richtung Knie. Und dann schieb so ein bisschen deinen Oberkörper rechts und links. Du darfst richtig schön frei sein. Du musst nicht stock und steif, sondern richtig schön bouncen. Hopp. Die letzten. 4, 3. Gib mir mal Single, Single, Double. Das heißt, du kommst hier. Single, Single und 2. Hoch. Single, 2. Und Single, Single, Double. Hopp, hopp, doppelt. Hopp. Die letzten 4, 3, 2. Marsch hier am Platz. Wunderbar. Ganz locker marschieren. Nimm mal die Schultern nach hinten mit. Kreis mal richtig schön zurück. Und Achtung, gib mir mal schon gleich Side to Side. Hopp, tap. Auch hier kannst du die Arme wieder mitnehmen. Zum Beispiel rechts und links. Mal so ein bisschen tasten, wie weit du Platz hast. Ich kann mich hier richtig schön ausbreiten heute. Mach dich richtig lang. Hopp, tap. Bleib dabei. Hopp, tipp. Nimm mal rechts und links immer deinen Arm im Kreis mit. Lang. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Und Achtung, nochmal nur die Arme rechts und links. Aus dem Side to Side wird schon gleich ein Step Touch. Komm mal mit. Hopp, tipp, tipp. Tipp. So, bleib dabei. Wir verändern mal die Arme ein bisschen. Bounciger. Arme vor und rück. Du darfst immer die Hüfte einbauen. Immer, immer. Hopp. Sag mal, das machen wir schon gleich was. In 4. In 3, konzentriere dich mal nur auf die Füße. Double Step Touch. 2-mal und wieder zurück. Easy. Machen wir auch hier die Arme mit. Hopp. Kannst richtig schön die Hüfte vorschieben. Hopp. Wir bleiben dabei. Nicht so schnelle Wechsel heute. Wir wollen ja ein bisschen ins Schwitzen kommen. Noch 8.
Eine noch. Und marschier am Platz, marschier. Wunderbar, ich bin schon ein bisschen warm, ich hoffe du auch. Wir starten jetzt gleich mit Block 1. Und dafür brauche ich nur wieder einen Step Touch Side to Side. Also hier Step Touch. Hopp, hopp. Vergessen Side to Side, was ich gerade gesagt habe. Wir brauchen den Step Touch. Und richtig schön öffnen, schließen. Und auch hier darfst du wieder die Arme vor und rück nehmen, wie wir es gerade schon hatten. Das ist schon der erste Schritt, den wir brauchen. Und zwar ziemlich lang eigentlich. 4, 3, marsch hier am Platz. So, jetzt ist der Moment gekommen, wo ich mich mal mit dem Rücken zu dir drehe. Noch 4, 3, 2, gib immer noch mal Step Touch. Los geht's. Hop, Touch. Nimm die Arme mit. Noch 4, 3. Du bleibst bei dem, was du kannst. Schau mal zu. Schau mal zu. Bleib nochmal. Komm vor. 4, 3, 2 und zurück. Bleib nochmal dabei. Dabei. Ich baue schon mal ein bisschen eine Kleinigkeit ein. 4 vor, 4, 3 und Double Step Touch zurück. 1 und nochmal einer. Komm, 4 vor, 4, 3, 2, Double. Nochmal 4. Wenn du möchtest, kannst du aus diesem Double Step Touch auch einen Grip einmachen. Musst aber nicht. So wie es dir besser reinläuft. 3, 4. Und Grapevine. Grapevine. Nochmal 4 vor, 4. Bleib dabei. Hopp, hopp. Double. Double. Hopp, hopp. Und nochmal Double. Wunderbar. Masch hier am Platz. Das ist unser erster kleiner Blockteil, also merken wir. Wir starten jetzt gleich mit einem neuen Schritt. Du bleibst im March. Auf rechts. So, wir starten mit Mambo Cha-Cha. Achtung, Mambo Cha-Cha. Hopp, hopp, Cha-Cha. Hopp, hopp, Cha-Cha. Auch hier kannst du jetzt die Hüfte mitnehmen. Ich habe heute leider meine Jenny nicht dabei, die Hüfte noch mal ein bisschen graziler schwingen kann. Aber ganz egal. Du machst es so, wie es sich für dich gut anfühlt. Zack, zack. Und zwar hoch. Tatsch. Versuch mal so eine Welle einzubauen. Und Arme nach oben. Tatscha. Zack, zack. Tatscha, bleib dabei. Platz auf rechts. Ich bin wieder bei dir und zwar mit dem Rücken zu dir. Wir machen jetzt einen Boxstep und wir machen ihn nicht langsam, weil du kommst da bestimmt ganz schnell rein. Und zwar auf rechts. Du kommst hier hopp über Kreuz. Marschier. Nochmal. Hopp, hopp. Marschier. Hopp über Kreuz. Am besten nimmst du nur die Zehenspitze auf den Boden, dass du dich ein bisschen besser drehen kannst. Man kann ihn auch stabil machen. Das heißt, hopp, zack. Also ein bisschen mit Twist aus der Hüfte raus. Ist ein bisschen schöner. Marschier, nochmal. Hopp, Twist. Marschier. Nochmal.
Hopp, Twist und marschier. Einer noch. Von Anfang, los geht's. Komm vor, vor, vor. Double, zurück. Oder Grapevine. Nochmal, komm zwei vor. Vier, drei, zwei und rück. So, Mambo Cha-Cha. Mambo Cha-Cha. Mambo Cha-Cha. So, gib mir mal einen Boxstep. Boxstep, marschier. Boxstep. Nochmal marschier. Let's go. Hopp, hopp. Und marschier. Letztes Mal. Marschier mal auf links. Links. Wir üben den Boxstep auf der anderen Seite. Achtung. Hopp, hopp. Und marschier. Nochmal. Hopp, hopp. Und marsch. Let's go. Über Kreuz. Marschier. Über Kreuz und marschier. Let's go. Zack, zack. Letzter. Mambo Cha-Cha. Mambo Cha-Cha. So, das kennen wir jetzt auch schon. Wir verändern jetzt hier. Wir brauchen nicht mehr so viele, wir brauchen immer nur einen. Gib mir mal einen Mambo Cha-Cha, einen Boxstep. Marschier auf rechts. So, nochmal. Einen Mambo Cha-Cha, einen Boxstep. Hopp, hopp, marschier. Vier, drei, nochmal. Mambo Cha-Cha. Mambo Cha-Cha, Box. Vier, drei, zwei, let's go. Mambo Cha-Cha, Box. Vier, drei, zwei. Wir üben nochmal. Hopp, Cha-Cha, Box. Vier, drei, zwei, and go. Hopp. Eine noch, eine noch. Mambo Cha-Cha. Hopp. So, alles von vorne. Wir waren das hier hinten ran in vier. In drei, vier, drei, vier vor, los geht's. Hopp. Zwei. Mambo Cha-Cha. Mambo Cha-Cha. Box und nochmal. Mambo Cha-Cha und Box. Marschier. Das ist unser erster Block. Den machen wir nochmal durch. Marschier. In vier. In drei, vier, drei, let's go, vier Stück. Vier, drei, zwei, rück. Mambo Cha-Cha. Hopp, Cha-Cha und Box. Nochmal. Gleich nochmal, vier vor. Vier, drei, zwei und zwei. Mambo Cha-Cha. Box. Uiuiui. Mambo Cha-Cha und Box. Vier vor. Vier, drei, zwei. Man muss sich ein bisschen an die Übergänge gewöhnen, deswegen machen wir das noch ein bisschen. Mambo Cha-Cha. Push. Cha-Cha. Box. Hopp. Cha-Cha. Vier vor. Nochmal. Vier, drei, zwei, eins. Mambo. Hopp. Letztes Mal. Vier, drei, zwei, zwei, rück. Mambo Cha-Cha. Wie du siehst, ich kann hier im ganzen Büro rumtanzen. Maschi am Platz. Ich würde sagen, wir machen es noch einmal face to face. Das heißt, du zu mir. Die letzten vier, drei, lass dich nicht irritieren. Vier, drei, wir üben alles. Nochmal vier vor. Vier, drei, zwei und rück. Mambo Cha-Cha. Mambo Cha-Cha. Box. Mambo Cha-Cha. Box. Marschier. Huhu. Gut. Wir machen jetzt gleich weiter. Du kannst ein Schlückchen trinken und dann machen wir Block Nummer 2.
Wir kommen jetzt zu Block Nummer 2 und ich komme schon gleich zu dir. Beim Block Nummer 2 brauchen wir gleich einen Grapevine und den üben wir gar nicht lange, weil den kannst du ja schon. In 4, 3, 2 und Achtung, Grapevine, let's go. So, den hier werden wir jetzt gleich erschweren und zwar mit einem Wechselschritt. Und wenn du den Wechselschritt nicht machen möchtest, dann bleib einfach bei einem geraden Grapevine. Darfst du bloß nicht verwechseln mit Block Nummer 1. Hopp, hopp. Step Touch. 4, 3, 2, Grapevine. Step Touch, Step Touch. 4, 3, 2, nochmal Grapevine. Wir setzen diese Step-Touches rein, bleib. 4, 3, 2, nochmal Grapevine. Und bleib. 4, 3, 2, let's go, Grapevine. So, Dille. Den Grapevine werde ich jetzt verändern. Bleib bei dem, was du kannst. Los geht's. 4, 3, 2, nochmal zuschauen. 4, 3, 2, nochmal. Hopp. 4, 3, 2. Wir verkürzen die Step Touches. Let's go. Let's go. Hopp, hopp. Bleib dabei, du kannst auch hier. Geht auch. Ohne den Wechselschritt. Nochmal. Aber probier mal den Wechselschritt aus. Der ist hinten, vorne, tap. Hinten, vorne, tap. Es ist ein Hopp, Duck, Duck. Nochmal. Hopp, Duck, Duck. Schnelle Beine, bleib dabei. Hopp, Duck, Duck. Go, go. Bleib hier, Step Touch. 4, 3, und so schneller, Grapevine, los geht's. Hopp, und bleib. 4, 3, 2, nochmal schnell. Hopp, hopp, hopp. Wir können uns hier richtig schön Zeit lassen. 4, 3, 2, Grapevine, schnell. Wechsel. 4, 3, 2, nochmal Wechsel. Hopp, zack, zack. So, Dille. Hier machen wir einen Groove. Let's go. Hopp, bap, bap. Groove. Wenn du möchtest, tip front. Hopp, bap, bap. 4, 3, 2, and go. Hopp, bap, bap. Hopp. Nochmal. 4, 3, 2, and go. Und 4, 3, 2, and go. 4, tap. Und marschier am Platz. Du kannst bei den Step Touches bleiben oder nimmst noch die Tap up front, also die Taps. Wir üben es nochmal. Und das ist unser zweiter Teil vom zweiten Block. Let's go. Hopp, duck, duck. Und jetzt tap. 4, 3, 2, go. Hopp. Und tap. 4, 3, 2, let's go. Hopp. 4, tap. Nochmal. Hopp, bam, bam. Und 4 Tap, 4, 3, 2, marschier am Platz. Ich zeige nochmal die einfache Variante und du kannst auch nochmal die schwierige üben, wenn du die schwierige gern machen möchtest. Ich bleibe hier relativ lange, weil es nicht ganz so einfach ist, aber es auch Spaß macht. 4, 3, let's go. Einfach geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 4 Tap. Und hier Wechsel.
Tipp. Und jetzt Tipp vorne. Nochmal. Hopp, bap, bap, tap, tap. Und vor. Nochmal. Hopp, bap, bap. Tipp, front. Wunderbar. Und marschier am Platz. So, jetzt haben wir den zweiten Teil und jetzt brauchen wir noch den ersten Teil. Hopp, hopp. Sodeline. Dazu brauche ich Six Point. Achtung. Six. Marschier. Nochmal. Push und push. Marschier. Push und push. Gut. Rechts und links push. Marschier. Hopp. Hopp. Marschier. So, aus dem hier mache ich einmal eine Drehung und einmal marschier. Komm mit. Hopp. Und dreh dich über links. Und jetzt push und marschier. Nochmal. Rechts, dreh dich. Beim ersten Mal drehen, beim zweiten Mal einfach nur march. Let's go. Hopp. Dreh dich zum Regal. Und push, marschier. Marschier am Platz. Das wird kein Drehbogen kriegen. Das Ganze üben wir natürlich auch mal links. Marschier auf links. Six point. Push. Push. Links und rechts. Nochmal. Links und rechts. Und auch hier brauche ich beim ersten die Drehung und beim zweiten den March. Hopp. Und dreh dich Richtung Stepbrett. Und hopp und March. Du kannst natürlich die Drehung auch wieder weglassen, aber mit der Drehung macht es halt Spaß, gell? Hopp, hopp, marschier. Beim ersten Mal, hopp, dreh dich, step und push, marschier. Push, dreh dich und marschier. Auf rechts. Puh, dass wir nicht zu viel Drehwürmer kriegen. Ich brauche nur noch einen. Und dann marschieren wir, okay? Noch vier. Drei. Also, eine Six Count mit Drehung, einen ohne. Let's go. Hopp, dreh dich zum Regal. Noch einen. Marschier. Marschier auf rechts. Hier kommt jetzt unser Grapevine rein. Bleib bereit. Nochmal. Six. Hopp. Hopp, dreh dich. Wir setzen gleich den Grapevine ein. Grapevine, hopp, und hier, push, six point mit links, links, dreh dich zum Step und push, marschier, Grapevine und tap front, vier, drei, zwei, marschier am Platz. Wir haben alles zusammengefügt, machen wir nochmal. Ich hoffe, du bist noch dabei. Noch vier, drei, oh, drei, zwei, six point, mit Drehung. Hopp, six, dreh dich Richtung Regal. Nochmal, six, marschier, wechsel, Grapevine. Und tap front, hopp. Und six, dreh dich step. Nochmal, six, marschier, Grapevine. Und tap front. Six, auf rechts. Push. Push. Marschier. Grapevine. Und hier tap front. Nochmal. Six mit links. Push. Wenn du so einen kleinen Leg Curl einbaust, dann ist es dir noch ein bisschen klarer. Grapevine. Und tap. Let's go. Pop. Dreh dich. Grapevine. Pop. Tap front. Six. Tap. Let's go. Pop. 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 On tip front. Letztes Mal
und push, push, push. Six. Und hier. Zack, zack. Marsch hier am Platz. Wir machen Block 1 und 2 zusammen, dass wir den Block 1 nicht vergessen. Und dann kommt nur noch ein kleiner Block Nummer 3. Juhu. In 4, 3, komm, 4 vor. Let's go. Hopp. Und zurück. Und nochmal 4 vor. Und zurück. Marsch hier am Platz. Ich würde sagen, wir machen nochmal Block 1 und 2 zusammen. Achtung, 4 vor. 2 rück. Mambo Cha-Cha. Und Box. Mambo Cha-Cha. Box. Nochmal, Block Nummer 1, 4 vor. 4, 3, 2, 2 rück. Hui. Mambo Cha-Cha. Mambo Cha-Cha. Box. Mambo Cha-Cha. Und marschier. Jetzt kommt Nummer 2. 6. Let's go in 4, 3, 4, 3, 2, and go. Push, dreh dich Richtung Regal. Hopp, hopp. Grapevine. Tap. Six. Hopp. Hopp. Und zack. Tap. Marschier. Eins und zwei ohne Pause. Vier, drei, zwei, let's go. Hopp. Komm nach hinten. Mambo Cha-Cha. Mambo Cha-Cha. Six. Push. Dreh dich Regal. Nochmal. Push. Und komm raus, Grapevine. Vier Tap, 4, 3, 6. Hopp. Dreh dich. Nochmal. Hopp. Grapevine. Und Tap Front. 4, 3, 2. Marsch hier am Platz. Keine Angst, wir machen es nochmal und zwar als Finale, aber erstmal kommt Block Nummer 3. Trink ein Schlückchen und dann kommen wir zu Block Nummer 3. Den Anfang von Block Nummer 3 kennst du schon und deswegen machen wir nochmal easy face to face. Knie hoch, rechts und links im Wechsel. Rechts und links. So. Das hatten wir vorne schon, aber wir brauchen wieder Single, Single, Double. Also stell dich drauf ein in 4, 3, 2. Single, Single, Double. Single, Single, Double. Single, Single, Double. Hopp, hopp und doppelt und das mal ein bisschen breiter auseinander und dann lass dich hier richtig schön die Arme mitnehmen. Single, Single, Double. Wenn du möchtest auch bisschen kurvig, Booty Roll. Und Single, Single, Double. Bleib dabei. So, marsch hier am Platz. Das ist unser erster Teil schon, mehr brauchst du gar nicht. Und dazu machen wir nochmal, und zwar Mambo Cha-Cha. Dieses Mal nicht nach vorne, sondern schön rück. Cha-Cha, rück, Cha-Cha, rück, Cha-Cha.
Wenn du möchtest, nimmst du die Arme mit. Cha-cha. Und shake. Aber auch hier wieder, so wie du dich fühlst. Jetzt auch wieder richtig schön groß werden. Cha-cha. So viel Platz, wie du hast. Und dann marschier am Platz. Jetzt kommen wir neben mir. Single, single, double mit unserem Mammut-Cha-Cha rück. Und dann machst du es schon für Block Nummer 3. Achtung, in 4, 3, 4. 1, 2, double. Single, single, double. Bleib nochmal. Single, single, double. Und Mambo-Cha-Cha rück. Mambo-Cha-Cha. So, nochmal Single, Single, Double. Single, Single, Double. Zurück. Cha-Cha, Mambo, Cha-Cha. Einer noch. Und Single, Single, Double. Single, Single, Double. Mambo, Cha-Cha, rück. Hopp, Cha-Cha. Single, single, double. Single. Mambo, cha-cha. Hop, cha-cha. Cha-cha. Letztes Mal. Single. Single, double. Mambo, cha-cha, rück. Und dann möchte ich das nochmal face-to-face zu dir machen. Marschier auf rechts. Wunderbar. Block Nummer 3 ist schon fertig. Wir machen es nochmal in 4, 3, 4, 3, Single, Single, Double. Single, Single, Double. Mit rechts zurück. Ich bin ein Spiegelbild. Hopp. Cha-cha. Cha-cha. Nochmal. Single, Single, Double. Puh. Rechts zurück. Hopp, hopp, cha-cha. Letztes Mal. And go. Hopp, hopp. Puh. Zurück. Hopp. Und marschieren Platz auf rechts. Wunderbar. Wir machen jetzt Block 1, 2 und 3 zusammen. Und erstmal komme ich wieder zu dir. Wir gehen 4 vor, machen noch eine kurze Pause zwischen den Blöcken, okay? Let's go. 4 Stück. 4, 3, 2. 2 zurück. Mambo-Cha-Cha einmal. Boxstep. Mambo-Cha-Cha einmal. Und Box. Marschier. So, zweiter Block, 6 Point mit Drehung. Aber wir bleiben. In 4, 3, 4, 3, 6 Point, los geht's. Hopp, dreh dich zum Regal, nochmal. Hopp, und hier, schneller Grapevine mit Wechsel. Hopp, und Tipp Front. 4, 3, 6 Point, go. Dreh dich, Step. Komm raus. Zack. Und Tipp. Mach hier am Platz. Hier kommen jetzt die Knies. Single, Single, Double. Mach dich bereit. In 4, 3, Nummer 3. Single, Single, Double. Single, Single, Double. Komm rück. Hopp. Und marschier. Easy. Wir machen alles zusammen und ich nochmal mit dem Rücken zu dir, ohne Pause.
Nummer 1, let's go. Komm rück. Mambo Cha-Cha 1. Box. Mambo Cha-Cha. Achtung, wir kommen gleich in den Six Point. Los geht's. Six. Regal. Rüber. Pop. Vier. Drei. Six Point. Pop. Rüber. Und vier, drei, Single, Single, Double. Single, Single, Double. Mambo Cha-Cha, rück. Vier vor, los geht's. Vier, drei, zwei und rück. Mambo Cha-Cha. Hopp. Und Box. Mambo Cha-Cha. Box. Six Point. Regal. Hopp. Nochmal. Huhu. Tipp. Six Point. Nicht rausbringen lassen hier. Step. Je später es wird, desto schwieriger. Desto weniger macht dein Kopf mit. Single, Single, Double, los geht's. Single, Single, Double. Hopp, hopp. Und Mambo. Marschier, auf rechts. Wunderbar. Ich mach nochmal mit, und zwar face to face zu dir. Jetzt ist es ganz schwierig umzustellen, aber wir machen danach nochmal Finale, keine Angst. Vier, drei, let's go. Rechts, links. Mambo Cha-Cha. Jetzt kommt das Regal wieder, wenn wir hier machen. Mambo Cha-Cha. Six. Hopp. Ich bin dein Spiegelbild. Komm rüber. Hopp. Zack, zack. Und tap front. Vier, drei, sechs. Hopp. Go. Und tap front. Vier, drei, single, single, double. Single, single, double. Mambo Cha-Cha. Nochmal. Zwei vor. Nee, sogar vier. Rück. Mambo Cha-Cha. Six. Push. Push. Dreh dich. Push. Mach hier. Go. Tap front. Single. Oh nein. Six. Ich wollte schon Single, Single, Double machen. Nein, nein, nein. Go. Tap. Yes. Single, Single, Double. Single. Single. Double. Pop. Cha-Cha. Cha-Cha. Ich würde sagen, letztes Mal. Let's go. Komm. Mambo. Cha-Cha. Tanz an dem Regal. Anstatt Tanz an der Stange. Six. Hopp. Nochmal. Hopp. Komm rüber. Tap. Fix. Dreh dich. Hopp, hopp. Komm zurück. Und tap. Single. Double.
Wir werden größer. Ciao, ciao. Noch größer. Und marschieren. Wollen wir es nochmal machen? Also ich wäre dafür. Ich mache es nochmal volle Karacho in zum Rücken mit dir. So, dass wir nochmal Vollgas geben. 4, 3, 2, let's go. Hopp. Und rüber. Mambo Cha-Cha. Und dann hopp. 6. Komm rüber. Hopp. Bam, bam. Und die Tipp. 6. Machen wir ein bisschen knapp. Und komm. Zurück. Tipp. Finger, Finger, Daumen. Singe. Singe. Daumen. Singe. Singe. Mama Cha-Cha. Bereit? Let's go! 4, 3, 2 und go, zurück. Mambo Cha-Cha. Box. Mambo Cha-Cha. Box. 6. Singer, Singer. Double. Singer, Singer. Double. Mambo Cha-Cha. Die Musik hört nicht auf. Wie immer. Eine Runde machen wir noch. Go, komm zu mir. Hopp. Und zurück. Mambo Cha-Cha. Mambo Cha-Cha. Ich glaube, das Finale war jetzt 10 Minuten lang. Pop. Und marschier am Platz. Geschafft. Huhu. Atme tief ein und aus. Tief einatmen. Und tipp locker front. Wir kommen locker runter. Ganz easy. Und Tipp zur Seite, easy. Vier, drei, Tipp locker mal nach hinten. Tipp. Wie in der Disco. Aber bleib klein. Wir wollen ja ein bisschen runterkommen. Tipp nochmal front. 4, 3, 2 und Tipp Seite. 4, 3, 2. Tap zurück. Und locker Step Touch. Masch hier am Platz. So, wir sind ein bisschen runtergekommen, hoffe ich. Für ein ausgiebiges Stretching kannst du dir jetzt noch deine Matte schnappen. Ich verlinke dir hier ein Video
zum Ausstretchen in ganz Neues. Und ich bedanke mich fürs Mitmachen und ich fand es mal wieder mega, mega cool. Und ich freue mich, dass ihr meine Dance-Videos auch so feiert. Ich freue mich mega, dass wir ein bisschen Aerobic machen können und dass wir ein bisschen tanzen können. Bei mir ist eben auch immer alles ein bisschen arg anstrengend. Also ich schwitze mal wieder. Ich hoffe, du hattest ganz viel Spaß. Für einen Daumen hoch würde ich mich super, super freuen. Natürlich auch für einen lieben Kommentar. Und schnappt eure Freundin und dann danst mal eine Runde ab. Ich würde mich super, super freuen, wenn ihr mich weiterempfehlen würdet, sodass meine Community noch ein bisschen wächst und nicht nur die Stepper dabei sind, sondern vielleicht auch langsam die Dance-Aerobiker. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal. Bis dann.